Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja, wir sind noch auf demselben Server, allerdings 2 Tage weiter. Ja, ich werde es euch erklären. Ich war ja morgens nochmal hier drauf. Ich habe, glaube ich, noch eine Folge aufgenommen. Ich lasse mal das Feuer noch kurz an. Ja, ist doch gut. Ja, und dann war ich auf einem anderen Server mit jemandem zusammengespielt. Dann haben wir den Samstag und Sonntag quasi ein bisschen gezockt. War ganz witzig. War auch mal eine andere Erfahrung, wenn man zu zweit spielt. Als wie wenn man dann nur allein unterwegs ist. Ja, wir haben gut auf den Arsch bekommen. Geradet wurden wir zwar nicht, aber unsere Fights, naja. Aber wenn man sich noch nicht kennt, nicht eingespielt ist, ist das nun mal alles ein bisschen schwieriger. Aber gut, Spaß hat's gemacht. Ja, von daher sind 2 Tage vergangen. Mich wundert es, dass ich nicht gebellt wurde. Also ich wurde nicht gebellt, hier ist alles beim Alten. Es sind so roundabout 20 Leute aktuell hier noch auf dem Server. Der Server ist durch. Wie gesagt, ist der dritte Tag. Dann, ja, ey, mein Gott. Dann ist das nun mal so, ne? Wundert mich eigentlich, dass überhaupt noch so viele hier drauf sind. Meistens, dass da noch 5, 6 rum. Ey, was ist denn? Ich stehe hier hinten. Ja, ich verkräfte gerade noch mein ganzes Zeug, was ich habe. Wie ihr seht, ich habe hier die halbautomatische Standard. Jetzt habe ich sogar auf beiden Charlie oder was. Ne, ihr hört schon Schüsse. Ich habe hier gerade auch schon Explosionen vor der Tür gehabt. Die sind auch gar nicht weit weg. Eigentlich wollte ich los. Ups, jetzt sieht auch nur noch einen halbautomatischen an, oder? Die richtige. Wollt euch hier wenigstens noch ein bisschen einen Abschluss geben, weil ich werde die wohl wahrscheinlich rausbringen als Zwischensee, so dass ich dann über Pfingsten direkt nach dem Vibe. Was heißt direkt nach dem Vibe? Da ist der Force Vibe am 1. Dann ist Freitag, Samstag, Sonntag. Montag ist frei. Also hätte ich halt den Samstag, den Sonntag und den Montag zum Zocken. Da wird mit Sicherheit was gehen. Ja, jetzt überlege ich gerade, ne? Soll ich die Moon doch erstmal noch hier lassen und die... Ich kann halt 2 Türen aufmachen, ne? Ich wollte mal gucken, was jetzt hier noch so entstanden ist. Und einfach mal irgendwo 2 Blechtüren noch wegknallen. Wenn er natürlich jetzt hier genau gegenüber schon hier am Rumballern ist. Ich werde es mal abbrechen. Na, lass mal die nochmal hier. Wie gesagt, irgendwas reißen können wir eh nicht mehr, also. Aber ich wollte euch wenigstens sagen, weil jetzt hat ihr euch interessiert mit dem Baseball. Ich habe nochmal, ich war gerade schon online, aber da die Aufnahme mitten in der Nacht zu starten, hat sich auch nicht gelohnt. Ihr wolltet ja nochmal das alte Base-Design sehen. Wie gesagt, den inneren Kern hattet ihr schon. Und da müssen halt 3 solche Dinger gebaut werden. So, die müssen natürlich hier noch die Zwischenwände normalerweise rein. Die baue ich aber nicht rein jetzt. Ich habe auch nur mal den noch gebaut, damit ihr seht, wie es ausschaut. Ich werde es euch gleich von oben zeigen. Dann seht ihr es besser. Ja, wie gesagt, für Solo denke ich, könnt ihr die Base auch weiterhin so bauen. Ist aber halt trotzdem für den Solo-Spieler schon doch Ressourcenraum, ne? Also ich würde jetzt hier nicht noch die Zwischenwände setzen. Weil die Leute werden sich eh von oben durchspringen.
Mit euch. Innen, ja, würde ich immer zusetzen, damit sie nicht in jeden Raum sofort reinkommen. Aber wie gesagt, wenn sie mit dem Raketenwerfer jetzt von außen reden würden, wäre es natürlich besser, wenn ihr trotzdem die Wände drin hättet. Aber ihr könnt es natürlich erstmal so machen, wie ich jetzt auch gemacht habe, und könnt die Wände dann an Tag 2, Tag 3 im Real Life, wenn ihr genug Ressourcen überhaupt, einfach immer wieder mal welche reinsetzen. Ansonsten, ja, zum Thema Base haben wir ja schon gesagt. Wie gesagt, wir haben ja auch auf einem anderen Server gespielt, aber zu zweit. Ich habe hier auch noch den Boden gesetzt. Hinten ging es ja nicht mehr wegen dem Wasser. Da haben wir halt auf Masse gebaut, ne? Wenn ihr nur mit Vierecken baut, anstatt mit Dreiecken. Sieht es natürlich imposanter aus und schreckt auch einen oder anderen ab. Ihr müsst halt in die Höhe bauen jetzt mittlerweile dann, ne? Aber zu dem Thema hatte ich ja hier schon einiges gesagt. So, jetzt zeige ich mal kurz die Base von oben. Und dann gucken wir gleich mal, was hier so los ist. Schüsse kamen so die Richtung, ne? Ja, aber wir anscheinend einen guten Bauplatz ausgesucht hier, ne? Wenn wir nicht gewählt wurden. Sieht man halt nicht die Base. Nur wenn man echt hier auf der Klippe steht, ne? Oder wenn man von da halt kommt. Ja, sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ihr seht links die Seite. Ist schon fertig. Die beiden Dreiecke, Viereck, Dreieck, Viereck. Da unten habe ich nur den Boden quasi. Und dasselbe hätte man dann hinten nochmal machen müssen. So ist die Base halt aufgebaut gewesen. Dann war sie natürlich, ich überlege, ich glaube 4 hoch oder 5 hoch. Und dann halt oben einfach noch ein Dach drauf. Einfach von jeder Ecke. Aber ich werde das Base Building auch auf jeden Fall in der Season 3 nochmal ausführlicher zeigen. Muss mal schauen, wie ich es Baupiece wieder so baue. Und dann einfach auch höher. Weil, wie gesagt, die ist so schon gut safe, wenn ihr die Innenwände auch noch setzt. Müssen schon 1, 2, 3, ja. Müssen schon einige C4 einsetzen, um überhaupt erstmal in einen Raum zu kommen. Und wie gesagt, es ist gar nicht so dumm, nicht den ganzen Loot in die Mitte zu machen. Wenn sie sich von oben reinsprengen, werden sie sich wahrscheinlich durch die Mitte, also in die Mitte reinspringen. Aber das muss man auch mal abwarten, wie es sich entwickelt und wie lange das überhaupt so bleibt. So wie es jetzt ist mit dem Hochbauen. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen Kacke euch. Ich kann ja gleich nochmal hier oben wenigstens die setzen. Dass man es von oben halt sieht, wie es ganz wäre. Das kann ich noch machen. Dann seht ihr das nochmal besser. Wenn ich Holz hätte, ich mache mal eben ein bisschen Holz, dann mache ich das eben kurz aus Holz, zeige ich euch das. Bevor ich nämlich jetzt losgehe und hier sterbe und dann das gleich vergesse oder was auch immer. Reicht ja, wenn ich es auch Stroh mache. Aber wie gesagt, ihr könnt auch einfach mit Vierecken arbeiten. Was ist ja scheißegal, wie breit die Base jetzt wird. Es ging ja immer mit den Dreiecken darum, dass die Base nicht zu breit wird. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich muss mir erstmal hochbauen. Ne? Nehmen wir noch einen Baum mit. Wegen dem Bauschrank, da er nur einen gewissen Einzugsbereich hatte. Jetzt ist es egal, ihr könnt so breit bauen, wie ihr wollt, weil die Leute kommen so oder so hoch. Oh, kommt echt der Wolf hier hin, ne? Ist natürlich scheiße, jetzt weiß der andere Typ, der hier rumrennt, dass ich hier bin.
Aber gut. Nützt ja nix. So, ein Viereck dran. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht von hinten hier von oben in den Rücken schießen. Ne? So, das muss ich mal eben selber gucken hier. Glaube, so, so. Sich selber von oben gucken, ob es richtig ist. Kannst du euch nicht sagen, so. Jetzt hast du keinen Hammer mit. Ja, ist ja auch egal. Ist ja wurscht. Sollte ja nur sein, dass er das ein bisschen... Pack's einfach mal hier rein. Stoff nehme ich mal mit. Gut. Werfen wir nochmal kurz einen Blick von oben und dann schauen wir mal. Ja, mit der halbautomatischen hast du eine Chance, wenn du ihn zuerst siehst. Ne? Wenn du den ersten Schuss abgeben kannst, dann. Selbst wenn er eine AK hat, gilt es aber. Ansonsten, wenn er dich zuerst sieht. Ist auch Ende. Ja, so wird es jetzt ausschauen, ne? Ja, ist richtig. So, weil die andere Base auch die ich gebaut habe und dann halt nur, wenn ihr die genauso baut und vier hoch. Selbst wenn ihr den kompletten inneren Kern nehmen würdet. Tja. Schwer zu sagen, ne? Wenn man den hohl lassen würde, also ohne noch zusätzliche Wände, hat man mehr Platz. Dann brauchen sie eins, zwei. Ja, je nachdem, wie ihr es macht, zwei oder drei, C4. Ihr könnt natürlich nur mal aus dem Kern rumziehen. Also, wie gesagt, eine Breite könnte bauen wir. Lustig seid. Und hier. Aber wie gesagt, ich muss mal schauen. Ich werde auf jeden Fall nächstes Mal eine Vierer Foundation erstmal machen, als inneren Kern. Weil es macht jetzt, ob ihr Dreiecke baut, oder wie gesagt, ihr könnt in die Breite bauen, wie ihr lustig seid. Das Einzige ist dann halt eventuell, dass sie mehr Resis braucht, um in die Höhe zu kommen. Ich muss das mal schauen. Ich werde es mal durchtesten. Ich denke, ihr werdet auf jeden Fall ein anderes Base-Design sehen. Wie gesagt, der aktuelle Plan ist... Obwohl, ich brauche da eigentlich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich werde da, wenn... Bevor ihr die Folgen seht, euch das schon mitteilen, damit ihr gleich Bescheid wisst. Das aktuelle habe ich so im Kopf. Ich weiß, ich muss gucken, wie viele Folgen das hier überhaupt sind. 7, 8, 9 oder was?
Ich müsste halt, glaube ich, 14 Folgen. Ja, ich habe vor dem Wochenende davor, habe ich ja locker 10, 12 Folgen. Könnt ihr meinen Sterbemarathon sehen? Habe ich euch ja bald nach der ersten Staffel auch gezeigt. Muss ich mal schauen, wie ich es mache. Vielleicht werde ich auch nochmal jetzt das kommende Wochenende nochmal antesten. Und wenn es ja gut läuft, dann kriegt man da vielleicht auch irgendwas zusammen. Ansonsten werde ich, ich weiß aber noch nicht, ob ich Rust spielen werde. Ich muss mal gucken. Ansonsten werde ich so zu Pfingsten rummachen. Aber Seven Days wird auch kommen. Ich denke auch zu Pfingsten rum. Dann ist der erste. Ich denke, wird auf jeden Fall die Experimente rumkommen. Und Seven Days hat definitiv Vorrang. Weil da gibt es so viel Neuerung. Da werden wir mit Sicherheit erstmal suchten. So, wenn mich nicht alles täuscht, war doch hier auch die fette Base. Weiß nicht, ob da die Explosion gerade herkam. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, ich habe mehr. Wir haben am Wochenende auch festgestellt, wir hatten samstags angefangen, samstags Nachmittag war Vibe, wir sind ein bisschen nach Vibe, 2 Stunden oder sowas. Jetzt nicht alles täuscht, waren 120 so immer. Und Sonntag waren dann schon nur noch max 35. Ne? Also so viel dazu, wie lange ein Server hält. Boah, ihr seht, wie die das Ding noch ausgebaut haben. Ne? Heftig. Also die haben auf jeden Fall Gas gegeben. Dann waren die das auch, die hier gewertet haben vorhin. Was heißt vorhin? Das weiß ich noch gar nicht so lange her. Ja, guck mal, die blocken das auch schon, das Hochbohren mit so, mit Treppen. Ja, ihr seht, ne? Das ist die andere Möglichkeit. Ja, wie, man kann ein bisschen tricksen, aber da müssten sie das jetzt extrem weiter spinnen. Man kann sich so jetzt nicht direkt an dem Ding ins Hochbohren, sondern erst da, wo die Treppen sind mit dem Welt Tower, ne? Das ist der Sinn dahinter. Man kann das Ganze auch mit Dreiecken machen, weil auf Dreiecke kannst du ja auch keine Treppen nach oben bauen. So könnte man das Hochbohren auch vermeiden, aber gut, ich sehe es auch nicht so wild. Wie gesagt, da müsst ihr halt jetzt mehr in die Höhe bauen. Ganz einfach. Jetzt kann man sich da hochbauen, baut ihr oben zu. Den letzten Stockwerk. Oder wenn ihr meint, macht ihr halt eine Dachluke rein. Macht da ein Geschütz hin. Und die Dachluke wegsprengen, wenn sie erstmal direkt einmal erschossen mindestens. Naja, es gibt schon Möglichkeiten. Ach so, dass es auch nicht zu billig wird mit dem Rain. Natürlich jetzt erstmal eine Umgewöhnung, aber ihr seht ja, die sind da auch schon am Rumbacken da mit Treppen und so eine Scheiße da. Also es wird da noch schlimmer aussehen, wie es vorher war. Weil die einen werden Dreiecke um ihre ganze Base pflastern. Naja. Es wird alles komisch werden, denke ich. Aber gut. Facebook, dass du willst, dann willst du, wollen sie es so, ne? Wir werden sehen, wie sie sich entwickelt. Guck mal, ist auch eine Mini-Base. Das wäre doch was für unsere explosive Munition mit. Für 2 Türen. Sogar nur eine Holztür, ey. War ein cooler Skin. Könnte man sogar wegbringen, aber haben wir natürlich nicht in Flammen. Wir haben ja keine Rohre. Ja, wie gesagt, ich wollte euch nur noch mal ein bisschen was zeigen hier jetzt. Abschließend. Natürlich ein bisschen schade. Aber ich wollte es halt mal ausnutzen, ne? Wenn man schon mal die Chance hat, zusammen zu spielen. Wie gesagt, ich habe jetzt
Fast 600 Stunden nur Solo gespielt gehabt. Aber da jagen sich schon mal die Tiere. War es auf jeden Fall mal eine nette Abwechslung. Ja, ich werde jetzt die andere halbautomatische holen mit der Moon und dann machen wir die Holztür da mal auf. Und dann gehe ich mal da hinten nochmal gucken. Da war ja diese. Bin ich denn jetzt? Hier rum, ne? Da war ja noch diese eingebaute in den Berg. Wenn wir nicht sterben, ne? Wir werden sehen. Wie gesagt, morgen hast du dann hier vielleicht noch 10 Leute rumrennen oder was weiß ich. Also spielen brauchst du hier nicht mehr. Aber ihr seht, wir hätten eventuell hier eine Chance gehabt. Ne? Wir waren ja gar nicht so schlecht ausgestattet. Mit zwei halbautomatischen. Jetzt nicht die Welt, aber da hätten wir uns schon mit wehren können. Okay, die komischen hier, ne, die da ihr fettes Ding gebaut haben. Ja, obwohl. Ich meine, innerhalb von 2 Tagen kannst du sowas auch locker bauen. Da musst du nichts Besonderes irgendwie. Naja. Schauen wir mal, was wir machen. Ist er noch wehgetan oder was? Uiuiui, das war nicht gut. Hä? Boah, Leute, bin ich jetzt ganz verpeilt oder was? Bin ich anscheinend. Ich weiß auch gar nicht, was die Holztür nochmal, und die braucht ja nicht viele Schüsse, ne? Wenn wir sterben, ist eh alles weg. Wir nehmen die ganze Moon mit. Bisschen was haben wir ja noch. Können wir noch ein bisschen. Ja, ist natürlich hier, ne, auf Dauer nervig. Mit dem engen Gebaue. Wollte ich denn jetzt Kohle? Wollte ich noch. Geht. Siebenunddreißig, ja, das ist ja jetzt nicht der Burner. Mach mal. Ich glaube, das war schon zu viel, ne? 1, 2, 3, 4. Mach mal erst so. Mach doch noch mal kurz das Lagerfeuer an. Ne? Wird da nochmal kurz warm, kann man nochmal auf 80 hoch. 3 Essen haben wir noch, passt schon. Ich sollte jetzt hier vor der Nacht noch hier eben abdrehen. Jetzt frieren wir uns gleich einen Arsch ab. So. 42, was haben wir dann noch über? Naja. So, so. Bis aus, letzte Ausgabe. Trotzdem 42. Gut, Leute.
Gut, wir haben 25 Minuten, dann das wird dann wieder eine Mega-Folge. Deswegen mache ich hier kurz einen Cut. Ihr seid aufgeklärt. Ich habe euch ein bisschen hier nochmal Base von oben gezeigt. Dann sehen wir uns jetzt gleich wieder und dann geht's los zum, ja, Raid möchte ich es eigentlich gar nicht nennen. Bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, lasst mir gerne einen Kommentar da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.